Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gerne zur Ausstellung gekommen, weil mir natürlich die Familie Parquet auch sehr am Herzen liegt, aufgrund unserer Kinder auch, ist verständlich, aber wegen was ich da bin, ich darf Ihnen zunächst einmal die Grüße unseres Bürgermeisters überbringen, er ist im Urlaub und er hat mich gebeten, dass ich heute ein kurzes Grußwort sprechen würde. Nachdem ja das neue Jahr erst wenige Tage alt ist, darf ich Ihnen die besten Neujahrswünsche entbieten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Herr Köpfl, herzlich willkommen in Deckendorf. Ich freue mich, dass Sie wieder mal zu uns gefunden haben nach Deckendorf. Und die Ausstellung heißt der Farbzeichnungen. Und ich gratuliere Ihnen, Herr Parquet und Ihrer Gattin, zu der Entscheidung, dass Sie so einen renommierten Künstler wieder nach Deckendorf geholt haben und auch Ihre Räume zur Verfügung stellen. Sie stellen seit 1978 aus, sowohl regional als auch überregional, zum Beispiel im Scharfrichterhaus in Passau, weitere Passauer Galerien in München, Regensburg und in Weiden. Aber auch Deckendorf, wie schon gesagt, ist kein Neuland für Sie. Ich kann mich erinnern an die Ausstellung in der Stadtgalerie. Das ist in den 90er Jahren gewesen. Dann haben Sie auch bei meinem Schwager, beim Herrn Motz, haben Sie schon mal ausgestellt. So ist es. Kann mich erinnern. Also wie gesagt, Sie sind kein Unbekannter. Sie zeigen heute in der Galerie Parquet an die 50 abstrakte Exponate in unterschiedlichsten Formaten, meistens auf Büttenpapier, mittels Blei, Farbstifte, Tusche, Graphit, Kohle oder Öl. Aber die gezeigten Exponate habe ich mir sagen lassen von Rüdiger Schenekau, stammen aus der jüngsten Zeit, sprich aus dem Jahr 2018. Sie haben natürlich als jahrelanger Kunsterzieher, nicht mehr Künstler, sondern als Kunsterzieher, aber also das Stiftergymnasium, haben Sie experimentelle Lust für Ihre künstlerischen Energien, um diese auch umzusetzen. Mit wenigen Strichen bringen Sie Formulierungen aufs Papier, die in Ihrer vereinigenden, verbindenden, verknüpfenden und verblüffenden Weise doch eine Aussage treffen. Ich wünsche Ihnen, Herr Köppel, aber auch der Galerie Parquet alles, alles Gute. Vor allem die gute Verkäufe, ich denke, dass das Sinn und Zweck ist, auch eine Ausstellung ist ganz toll. Nicht verschweigen. Darum aber sehr herzlich bedanken, Herr Parquet, dass Sie wiederum so eine tolle Ausstellung machen hier in Deckendorf und Sie die Kunstszene in Deckendorf aufrechterhalten und viel Erfolg und weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank.